Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen bei Fallout 76. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sind auf dem Weg zu diesem Funkmast, da heißt es jetzt mal, zu dem Radiosender. Aua. Und ja, mal gucken wir mal, was wir so alles finden, ne? Beziehungsweise wie man da überhaupt hochkommt. Weil da wollen wir jetzt hin und schauen wir mal. Wir könnten theoretisch der Straße folgen. Ich mag den Nebel nicht. Was ist mit dir los? Sieht man schlechter. Hey. Wie viele von den Dingern muss ich noch durchsuchen? Mir reicht's bald. Weg da! Das gehört mir. Ich war zuerst hier. Verdammt, keine Kronkorken. Hier liegen aber knapp 200 Dollar. Taugen sicher zum Feuer anzünden. Guck mal, was haben wir denn hier? Die Responder brauchen Sie. Besuchen Sie die Kirche in Flatwoods. Die Responder brauchen Sie. Sichern Sie die Kirche in Flatwoods. Einmal kaputt machen den Typen hier. Oh, schau mal. Haben wir Schrottpatronen gekriegt? Das? Okay. Der weite Weg. Fliegen wäre cool. Mensch, mach mir doch nicht immer so narrisch. Alter, wie viel laufen von euch denn noch rum? Der Wahnsinn, ey. Erwischt. Oh, warte mal. Da ist ein Turm. Da gehen wir doch erst mal hin. Wäre doch bestimmt irgendwas für mich. Oder? Du hast doch bestimmt irgendwas für mich. Du für einer? Ah, der tut nur Holzhacken, okay. Ich habe solchen Muskelkater. Der Aufbau ist ein Knochen. Hihi, Autolock. Das ist cool. Eine Bierflasche. Rot von oben. Nö. Rangerhut. Ranger Outfit. Beat ausspielen. Hä? Achtung, Bürger. Ein Atomschlag steht bevor. Bitte verlassen Sie das Gebiet schnellstmöglich. Danke für Ihre Kooperation. Da hinten, ne? Ist Atombunker gewesen. Irgendwo da hinten ist ein Atombunker gewesen. Wo schlägt die ein? Da hinten. Ne? Okay. Ey, wir haben gesehen, wie die Rakete gestartet ist. So, wir haben die Gegend ausgespäht.
Das ist dazu gekommen, das ist dazu gekommen. Okay. Das ist cool. So, warte mal. Wo soll die? Da hinten irgendwo. Und wir das sehen? Das ist halt hier hinter dem Hügel, hier in der Bergkette. Da. 1346. Okay. Der hat definitiv nichts anderes zu tun. Sag mal, was haben wir denn da alles gekriegt? Gewicht. Ja, komm. Welches? Können wir mal ablegen. Jagdgewehr. Können wir auch mal ablegen. Mal schauen, ob es kracht, ob man es sieht. Auf jeden Fall da hinten regnet es wie Sau. Und Ladies and Gentlemen, wie Sie sehen, sind sie nix. Okay. Können wir wieder gehen. Keine Atomexplosion zu sehen. Schade. Aber wir haben zumindest schon mal gesehen, wie eine Rakete startet. Das ist doch schon mal etwas. So, wir wollten eigentlich, genau, wir wollten eigentlich darüber. Ist doch nicht Dunst das gleiche wie... Nebel? Nö. Quest abgeschlossen. Wenn ich dafür jedes Mal immer Erfahrung kriegen würde, wäre das cool. Okay. Was haben wir denn hier? Kiesgrube. Betonbruch, okay. Da ist ein Raider. Das Plasmakartusche. Okay, nimm mal mit. Ich schmeiß mal Granaten. Oh, cool. Okay. Dann kann man Licht anmachen. Upsi. Zusammengefallen. Hier passieren, ey. Bande. Ah. Aua, 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 die schießen.
Was? Da ist er. Töte 25 Kreaturen. Escape einfordern. Du bist überladen, Mama. Den haben wir noch nicht. Cool. Ist also dieses Autoknacken, das ist echt hilfreich. Ich habe einen Fusionskern. Ich habe einen Fusionskern, Leute. Übertragungstechnik der verbrannten Aufspürungssystem. Standby. Okay. Notfallsmanagement. Hologrammladen. Das da, glaube ich, war das doch. Nachricht hochgeladen. Initiiere Übertragung. Achtung, Konsumenten. Neues Geschäft gegründet. Bitte Crates, Schatzsuche und Co. aufsuchen, um Güter und Leistungen auszutauschen. Folge dem Schild ins Glück. Übertragung abgeschlossen. Okay. Einfach jetzt aber. Oh, warte mal, das ist doch gut. Okay, kehre in dein Camp zurück. Warte mal, wir haben ja jetzt hier. Ey, wir haben voll die Sachen eingeschalten. Okay, Schnellreise. Oh, es ist schön, wenn man das Spielen wieder neu erkundet. So, wir sind wieder zu Hause. Mal gucken, wer da kommt. Warte ab. Schatzsucher. Craig, bist du hier? Ja. Wow, du bist nicht Crane. Was zum Teufel ist hier los? Wow, mach mal halblang. Ich bin in keiner Bande. Crane ist schon eine Weile verschwunden. Hatte gehofft, ihn hier zu finden. Weißt du, wo er ist? Im Wayward, hä? Sollte ich vielleicht mal vorbeischauen? Danke für den Tipp, nicht Crane. Viel Glück dir. Ja, danke. Hey, das ist der nicht.
Ach, schau mal, freie Radikale. Bist du Crane? Ich hatte etwas mehr erwartet. Du sollst Informationen haben, an denen unser Boss interessiert ist. Sag mir, wo der Schatz ist, dann lässt er dich in Ruhe. Versprochen. Ja. Ja. Stärke, Glück. Dein Name ist Davy, oder? Wolltest du mir nicht helfen, das Ding zu töten? Du tust was? Ach, meinetwegen. Gut, gut. Wir haben das alte Sägewerk von West Virginia im Nordwesten übernommen. Los. Verschwinden wir von hier. Ja, kommt. Verpisst euch. Wo ich euch noch die Rübe wegblase. Komm raus! Komm raus, wo immer du bist! Aufgestiegen. Neues Skillpaket. Jawohl. Der grüne Daumen. Rosen sind rot, Veilchen sind blau. Ich hab das Gießen vergessen. Jetzt sind sie tot. Aber wir könnten mal Stärke machen. Leider nichts dabei, was. Oh, Wetz. Wetz könnten wir mal machen. So. Rein. Und der Lack. Kommt auch rein. Okay. Ja, wieso bin ich eigentlich voll nicht so überladen? Durch das zerlegt, ich Idiot. Eisenerz. Oh, wir haben den wieder. Munition sollte eigentlich nichts wiegen. Baupläne wieder. Irgendwo in Osten. Ja, super. Okay. Dutchess Bericht erstatten. Wir werden viel hier Ding nehmen. Schnellreise. So.
Propaganda-Flyer. Brauchen wir nicht. Alter, wir haben Schatzkappen. Euer Teufelgebet. Hey. Brauchen wir auch nicht. Dankeschön. Ja, warum denn nicht? Bitte? Hä? War das jetzt eine Problemlöser? Schaden gegen Roboter da? Okay. Mal erstmal handeln. Hallo? Ja, ich. Du siehst nicht allzu mitgenommen aus. Hast du herausgefunden, wo sich diese Störenfriede verstecken? Fantastisch. Da ist also ihr Boss. Jetzt musst du nur noch. Warte, Sägewerk von West Virginia? Ja. Das kann nicht sein. Du hast dich verhört. Und warum genau spielt das eine Rolle? Ich war vor einiger Zeit in der Gegend. In dieser Sägemühle wimmelte es nur so von diesen großen grünen Bastarden. Mutanten. Du kennst diese Monster, Duchess. Wenn diese Gang in der Lage war, sie zu vertreiben, dann könnten die Typen zäher sein als erwartet. Hm. Hast du eine Idee, wie wir vorgehen sollten? Ich würde nicht aus allen Rohren feuernd da reingehen, es sei denn, es sind große Rohre. Du könntest dich auf dein Glück verlassen. Vielleicht reden sie mit dir. Aber ich bin dort dieser Familie begegnet. Die hat es vermutlich auch schon mit denen zu tun. Bin außerdem noch auf einen schrulligen Wiederverwerter gestoßen, der behauptete, sich mit der Mühle auszukennen. Könnte sich lohnen, mit den einen oder anderen zu reden. Oh. Okay. Er lebt bei den Rummelplatzbuden in Tyler County. Er beharrte darauf zu wissen, wie man die Mutanten aus der Mühle vertreibt. Aber wie das geht, wollte er nicht verraten. Wahrscheinlich verrät er es eher jemandem, dessen Gesicht ihn nicht abschreckt. Plastische Chirurgie hilft da. Sie sind bei der Anchor Farm. Falls diese Typen sie nicht vertrieben haben. Aber falls sie noch dort sind, haben sie sich vermutlich mit ihnen arrangiert. Ah, könnte nicht schaden, es herauszufinden. Gut, denn mehr weiß ich nicht. Falls du noch nicht dort warst, die schnellste Route wäre zurück nach Vault 76 und von dort aus Richtung Norden. Und pass auf dich auf, du tust uns einen großen Gefallen. Okidoki. Hier? Ist dein Scheiß ernst? Ach, was soll's? Naja, wenigstens etwas Geld. Ups, Entschuldigung. Grüne Neune, das ist ja ein verseuchtes Gebiet, ey. Brami? Okay. Also der schnellste Weg ist zurück zu Vault 76. Was ist das? Oh, was mache ich denn? Mach mal. Wir reisen jetzt erstmal zu Vault 76. Da ist nämlich auch noch so eine Kiste. Und? Ah, leider zu. Alles leer. Okay, dann
Gehen wir mal dahin. Warum muss ich so lange warten? Hier die Gegner oder was? So. Responder. Warum sind da immer Tote? Verstehe ich nicht. Alles Holz muss gefällt werden. Wir haben hier irgendwo Salben. Oder sind die schon aufgebraucht? So, was ist jetzt da der Gespräch mit Lane? Okay. Lane. Da ist Lane. Hallo, Fremdling. Wo kommst du denn hergeschlendert? Ich bin du gehörst zu diesen Vault-Bewohnern, oder? Ich habe von euch gehört. Hat viele Probleme gelöst und viele Probleme verursacht, wie ich hörte. Du gehörst nicht zufällig zu denen, die Probleme lösen. So jemanden könnte ich gerade gut gebrauchen. Doch. Oh, Entschuldigung. Darf ich mich vorstellen? Mein Name ist Lane Platt von den Respondern. Wir sind hier eine Gruppe selbsternannter Weltverbesserer. Appalachia wird schnell voller. Wir wollen dafür sorgen, dass alle gesund bleiben und sich nicht an die Gurgel gehen. Was du nicht sagst, dann hast du ja nichts dagegen zu helfen, oder? Nö. In dieser Gegend ist jede Menge los. Mehr als ich allein in Angriff nehmen kann. Wilde Bestien im Wald, ein gruseliger Kult, der sich in den Höhlen einquartiert und ein Haufen verschiedene Leute, die sich alle gegenseitig an die Gurgel wollen. Was ich damit sagen will, ich könnte Hilfe gebrauchen und wäre bereit dafür zu bezahlen. Was hältst du davon? Wunderbare Idee. Na, das ist doch fantastisch. Tausend, tausend Dank. Hier ist der heutige Job. Es gibt Berichte, dass ein gefährlicher Kult, der Kult des Mottenmanns, in ein Höhlensystem in der Nähe gezogen ist. Sie gehören Mottenmann. Zu einer Organisation, die sich durch ganz Appalachia erstreckt. Ja, wenn wir sind mehr ja über sie erfahren, in West Virginia. Ihre Ausbreitung besser bekämpfen. Geh in die Höhlen und sammle ein paar ihrer rituellen Artefakte für Studien. Wenn du sie mir bringst, erhältst du eine nette Vergütung. Okay, ich hoffe, die ist gut. Vorsicht. Der Kult des Mottenmanns ist gefährlich. Die Mitglieder werden die Artefakte mit ihrem Leben verteidigen. Halb so wild, dann machen wir sie einfach platt. Yay. Okay. Jetzt weiß ich, was die Siedler durchmachen. Außenposten von Dango. Okay, geh mal... Wir müssen so oder so in die Richtung, also. Und daher. Mach dich sauber, reparier das. Es hört nie auf. Hallo? Ist das ein Tischventilator? Ja. Wer trägt sowas mit sich rum? Ich? Dann hack mal Holz. Oh, da, da. Da ist ein Haus in der Nähe, dies du mal jetzt mal freimachen hier, weißt? Mal erkunden. Appalachia erkunden. Was ist denn schon wieder los? Spitze gemacht. Echt spitze gemacht.
Zeit, dass dieses Land seine frühere Pracht zurückgewinnt. Foundation wird langsam, aber wir haben noch eine Menge zu tun. Wenn die Raider hier rumlungern, werden sie es noch bereuen. Oh. Eine Station. Honigwabe. Hellbündel. Ich habe solchen Muskelkater. Eine Braustation? Alter, wir können Bier brauen? Wir können Bier brauen? Klingenkorn und... Oh, geil! Wir können Schnaps machen! Dieser Ort hat eine Menge Potenzial. Oh, da haben wir ein Rezept. So, erstmal alles wieder zerlegen. Ja, jetzt geil, Alter. Wo kriege ich das her? Warm wird. Okay, wir müssen... Da wollte ich eigentlich mal hin. Wir laufen jetzt zum Außenposten. Okay. Den Außenposten werden wir auf jeden Fall erst nächste Folge, denke ich mal, sehen, oder? Ach komm, das ist nicht weit. Muss mir noch einen schönen Platz aussuchen, ey, wo ich hingehe. Kunden noch den Außenposten. Verbrannten, die Raider, die Ghule. Wer auch angreift, wir werden bereit sein. Und du? Im Back. Jawohl. Eine Uhr, ein Stift, eine Tasse. Kämpft weiter dort draußen. Bruderschaft, also. Ich schütze und diene. Ey, dann schütz mal weiter. Wir müssen uns von Amerika befreien, um es wieder aufzubauen. Aus dem Alten schmieden wir das Neue. Hey, der redet nicht mit mir. Redest du mit mir? Ich glaube, unsere Erlöser sind endlich da. Die Wecker waren ja auch mit nuklearen Sachen bestückt. Sollte ich begeistert sein oder Angst haben? Zeig den Raider, wer hier der Boss ist. Warum machen die Siedler nicht bei uns mit? Sie hätten so viel davon. Ich behalte dich im Auge. Mach das. Ich behalte dich im Auge, weißt du? Denk an deine Mission. Auch außerhalb des Kampfes gibt es Ruhm zu ernten. Wir machen Atlas stärker, als es Fort Defiance je war. Wir haben eine neue Power-Rüstung. Und... Hep? Interessante Information. Der Gelehrte wird sich freuen. Von der alten Welt können wir viel lernen. Das ist mir jetzt klar. Das hier ist Sperrgebiet, Zivilist. Hast du nichts dagegen, wenn ich deine Vorräte klaue? Kann ich was für dich tun? Ah.
Leb wohl. Eines Tages reiten wir die Stahlrisse wieder. Erinnerungsmarke. Ich kann mehr als nur kämpfen. Aber wie soll ich gelehrter werden? Finger weg von dem Vertibird. Bitte. Finger weg vom Vertibird. Er ist doch eh kaputt. Also was willst du von mir? Die Verbrannten, die Raider, die Ghule. Wer auch angreift, wir werden bereit sein. Jawohl, Captain. Captain Ahab. Okay. Dann hätte ich gesagt. Ja. Wissenschaftler-Soldat. Dann hätte ich gesagt, meine lieben Damen und Herren, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und habt noch einen schönen Tag. Bis dahin. Tschüss. Thank you.